Hallo und herzlich. Ja, das fängt ja gut an. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, ist ja gut, Brauner, ist ja gut. Wo wir immer noch auf der Suche nach Fragezeichen sind. Und ich frage mich, können wir hier mit Plötze. Es ist bestimmt die Statue da hinten, da bin ich fast sicher. Ich lasse die arme Plötze mal hier. Also ganz ehrlich, die kann ja mal hier rumsuchen gerade. Was ist das denn? Was ist denn dieses hier? Eine leere Truhe. Ein altes Lager. Schreie aus der Nachbarschaft. Weißt du was? Ich nutze die Gelegenheit mal. Es ist 0 Uhr momentan. 0.29 Uhr und wir können meditieren bis 0 Uhr. Hä? Es ist 0.29 Uhr, wir können meditieren bis 0 Uhr. Logisch. Wir meditieren mal ganz kurz bis 5. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Haben ein bisschen Schnaps gebraut. Natürlich, der füllt sich von selber wieder auf. Das können wir bei der Meditation automatisch machen. Plötze steht immer noch da, wie bestellt und nicht abgeholt. Holt! Und tatsächlich, der Weg führt hier ins Nichts. Der Weg führt runter zum Strand. Da unten ist ein Boot. Vor langer Zeit gekentert und offenbar ging man hier zur Statue. Ein Ort der Macht. Ich dachte gerade, das wäre eine Statue. Na großartig. Da hat er gut geklappt mit dem Springen. Das war sehr heldenhaft. So, Geistblatt nehme ich mit. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Oh, vor allen Dingen bei dem Sonnenaufgang sieht das auch sehr geil aus. Ein Fertigkeitenpunkt. Wir sammeln natürlich erstmal die Fertigkeitenpunkte. Ich glaube nicht, dass es da unten noch was gibt, aber ganz ehrlich, ich gucke nochmal vorsichtshalber, weil da unten ein gekentertes Boot ist und mal die Treppen ins Wasser führen. Aber ich glaube, das zeigt einfach nur, dass Leute damals vor Ewigkeiten vielleicht mal diesen Ort der Macht aufgesucht haben. Inzwischen wahrscheinlich nicht mehr. Und hier haben wir noch zwei Fragezeichen, die suchen wir natürlich auch gleich ab, wenn wir schon mal dabei sind. Warum auch nicht? So. Mal ganz kurz gucken, wie wir da am schnellsten hinkommen. Wahrscheinlich mit dem Kopf hier gegen Asten, jedoch nicht. So, hier. Sieht verdächtig frei aus, aber wahrscheinlich nur eine Flussschneise. So, hier sind Oliver Geißen. Die lassen wir mal und dann versuchen wir mal. Kommen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. So, den Ziegen wollen wir natürlich kein Leid zufügen. Oh! Na, großartig. Hä, wieso trefft ihr denn nicht? Ich hab den gerade voll in den Kopf gehauen und trefft ihn nicht. Wo kommt denn diese Wyvern her? Wahrscheinlich von Zypern. Okay, jetzt reicht's aber mit deinen blöden Witzen. Hör auf jetzt damit. So, ich gehe mal eben runter. Das nächste Fragezeichen ist nicht weit. Seidelugat. Ein Ausläufer. Hier ist es ja sonst eher ruhig. Wo die Wyvern jetzt herkamen, weiß ich aber echt nicht. Keine Ahnung. Neue Markierung, Ritter in Not. Komm schon, Hexadepp. Schaffst du mich? So, mein Junge. Ha, Fernkampf. So, mein Guter. Wie sieht's aus? Potztausend. Wärst du nicht gewesen, läge ich jetzt unter der Erde, Kamerad. Ach. Lass uns sprechen. Ja, mein Herr. Ach so, das war's. Fahrender Ritter. Na gut. Befehle auf schmutzigem Pergament. Ach, schon wieder Graubel Pellegrin. Männer, da treibt sich ein Ritter auf unserem Land herum. Schlimm genug, dass Quail und seine Nilfgaarde auf den Hals gehetzt hat. Jetzt müssen wir auch noch mit diesem Trottel fertig werden. Aber übertreibt es nicht. Keine Schändung, Pfählung, Blendung und so weiter. Einfach rüber runter und weg. Es ist nur recht und billig, Hexer, dass du dem Ruf der Herzogin gefolgt bist. Mhm. Ja, so billig war das aber nicht. Die hat keine Kosten und Mühen gescheut. Es ist nur recht und billig, Hexer, dass du dem Ruf der Herzogin gefolgt bist. Man könnte meinen, es war recht und billig, dass ich dem Ruf der Herzogin gefolgt bin. Ich bin mir nicht sicher.
Übrigens, eine Sache. Die Suppe hängt quer im Topf. Guck mal, die Suppe. Die Suppentextur schwebt einfach über dem Töpfchen und da ist links ein Rand. Ist natürlich jetzt nicht so wild. Man sieht es natürlich eigentlich gar nicht. Von hier vor allem nicht. Wenn man von hier geht, sieht es normal aus. Aber wenn man jetzt auf diese Seite geht, dann sieht man schon, da rutscht die Suppe einfach aus dem Topf. Das ist der Hexer, der uns aus dem Leid errettet hat. Naja, noch nicht. So, Schema. Alter, 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 alter. Da können wir ja gut. Vor allem, ich muss auch dringend was verkaufen gehen. Wir laden uns hier die ganze Zeit auch Waffen auf, wie nichts Gutes. Und ich habe Angst, dass der Tag kommt, wieder einmal, wo es heißt, überladen. So, den haben wir gerettet. Haben wir ein paar Sachen noch gefunden, aber ich glaube, das war's. Ich scanne nochmal ganz kurz, einfach weil wir das einmal was gefunden haben. Scanne ich jetzt wahrscheinlich immer. Nochmal kurz den Meeresboden, zumindest von der Küste aus. Okay, da ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier nach oben. Mal schauen, was wir da finden. Ja. Offenbar nicht ganz so viel. Komme ich da hoch? Hoppa! Alter, hast du den Sprung gerade gesehen? Verdammt. Was? Hä? Wieso verdammt? Hä, warum denn verdammt? Was ist da los? Hä, der sagt einfach verdammt, aber warum? Hier ist noch irgendeine Schneise. Hier sind überall so eine Eisen. Oh. Eine weitere Elfenruine. Kartoffelbewusst. Gutes Zeichen. Zeitlöhrt. Oh, das kenne ich sogar aus den Büchern. Kommt mir noch so sehr bekannt vor. Nicht unbedingt das Amphitheater. Da ringt eine Bell, wie es so schon heißt. Neue Markierung, versteckter Schatz. Aber ich weiß ehrlich gesagt, ja, okay, wir sind aber nicht alleine gleich. Ne? Da springt doch gleich was aus der Erde. Da ringt ein Bell, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ein Wald, wo der Hexer überfallen wurde, als er gerade unterwegs war mit... Ich weiß es nicht mehr. Das ist so auffällig hier. Das ist so auffällig hier. Parfümiertes Tagebuch. Fragment eines Tagebuches, das mit Bergamotte, Jasmin und Zedernholz parfümiert ist. 29. Blatt. Endlich habe ich eine Lösung. Ich werde für die Kaiserliche Schauspielakademie die berühmteste Rolle der Elsa de Longpré spielen. Ihre letzte Vorstellung, bei der sie auf der Bühne starb. Der großartigste Schauspielakt, der je aufgeführt wurde. Dann müssen sie auf mich zukommen. Erste Fane. Diese Rolle ist zu schwierig. Mein Lehrer ist immer noch nicht zufrieden. Vielleicht fehlt mir einfach das Talent. Es ist schwer, gegen Elsas Legende zu bestehen. Fünfte Fane. Tja, jetzt weiß ich, was ich nicht verstanden habe. Ich muss die Rolle fühlen und den gesamten Abend im Amphitheater neu erstehen lassen. Mit Kerzen, Wein und dem Werk. Genau wie einst Elsa. Die Aura des Ortes wird mir helfen. Angeblich hat Elsa fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Die Leute sagen, im Amphitheater spuke es und das sei der Grund, dass dort keine Stücke mehr aufgeführt werden. Offenbar sind alle, die Elsas Szenen in diesem Amphitheater aufgeführt haben, unter mysteriösen Umständen gestorben. Altweibergewäsch. Selbst wenn es dort spukt, glaube ich, dass Elsas Geist mir seinen Segen gibt. Siebte Fane. Heute Abend geht es los. Ich habe Kerzen vorbereitet und zwei Flaschen von dem Wein erworben, den Elsa vor ihrem Tode trank. Nun werde ich proben und proben, bis ich endlich glaube und spüre, dass ich Elsa bin. Fragment eines Skripts mit Unterstreichungen roter Tinte. Nun stirbt der Tag. Er bricht in sich zusammen, genau wie meine Seele. Nun wird Dunkelheit mich verschlingen, wie erstickende Dämpfe. Nein. Jetzt bin ich endlich bereit, die Erinnerung an Geister in meinem Herzen neu erstehen zu lassen. Ich werde die Kerzen anzünden. Die erste möge für den Jungen flackern, ein Kind noch, der auf dem Schlachtfeld des Mittags erschlagen wurde und ohne eine Silbe starb. Die
zweite soll leuchten für jene, der mir ein Juwel aus dem Brunnen holen wollte und die Oberfläche nie wieder durchbrach. Die dritte Flamme brenne für den Gemahl, schön wie eine Statue, kalt wie Stein, der mich verließ und in Dunkelheit verschwand. Anonym starb er, in den Wäldern verging er. Die vierte scheine für jenen, der so herrlich liebte und in seinem eigenen Feuer verbrannte. Und die fünfte werfe ihr Licht auf dich, mein Geliebter, mein treuer Gefährte, mein glückloser Gatte, verzehrt durch Krankheit. Du ruhst im flachsten Grab von allen. Nun brennen sie alle, so wunderbar, so weiß, Männer, Knaben, Gatten, mein, alle mein. Ich liebe euch bis zum Letzten. Nun seht den Wein, ich trinke ihn und heilige damit euer Andenken. Das Mädchen hat offenbar die markierte Szene nachgespielt und ist gestorben. Oder wurde sie getötet? Möchte wissen, was passiert, wenn ich die Szene nachspiele. Denkst du dabei auch an Gatten und Männer und alles? Ich muss ihre Spuren zurückverfolgen und dann die Kerzen in derselben Reihenfolge anzünden wie sie. Okay. Neue Markierung Eingang. Ah, großartig. So. Schnupp, schnupp, schnupp. Mist, ich hab nicht mitgezählt. So, die Spuren gehen auch zufälligerweise nur bis hierhin. Okay, wir müssen das in derselben Reihenfolge machen, ne? Nicht in der umgekehrten. Deswegen mussten wir erstmal die ganze Spur abgehen. Damit wir am Anfang beginnen können. So. Dann hier. Müsste der eigentlich richtig sein. Also eigentlich müsste das jetzt richtig überlegt sein, dass wir erst die ganze Spur ablatschen und dann erst anzünden. Na, da bin ich mal gespannt. Ich weiß schon jetzt genau. So. Fertig. Jetzt ein Gläschen. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Wein. Oh, wir süppeln uns mal irgendeinen rein. Wow, 9000 haben wir schon. Also geldmäßig kommen wir ja gut voran, würde ich sagen. Was haben wir denn hier für leckeren? Ein Cabernet Chateau de Conrad. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen haben wir gerade neu dazugekriegt. Bier. Bier geht natürlich auch, aber ich trinke mal einen. Habe ich den jetzt getrunken? Nee, ich habe ihn aktiviert. Okay. Auf B. Nein. Verdammt, ich vergesse das immer wieder. Z. Beende die Szene, wenn du Wein trinkst. Also ich habe einen Wein getrunken, ich weiß nur nicht, ob es der richtige war. Ein Chapeau Neuf. Schnappo Schaff. Gut, das heißt, wir können uns jetzt richtig zuballern. Das ist eine großartige Idee. Ich weiß nicht, was für ein Wein das war. Weißer Wolf. Magischer Gegenstand. Cool. Chardonnay sans retour. Heißt das nicht irgendwie, der kam wieder zurück? Muss ja ein guter Wein sein. Habe ich den jetzt getrunken oder nicht? Doch, habe ich getrunken. Scheiße, ich weiß echt nicht, welchen Wein die dabei hat. Ich habe nicht drauf geachtet. Und müsste es nicht eigentlich auch egal sein? Ihr Lieblingswein. Ich habe so viele Weine. Pune Chevrolet, Mont Vangeant. Hier. Mal gucken. Das darf nicht wahr sein. Der eine Wein war sehr viel stärker. Beende das Stück, in dem du Wein trinkst. Ich hau mir jetzt die alle. Hau ich mir jetzt alle Weine in den Kopf oder was? Mann. Hier ist nichts am Happenen.
So, Wein vorbei. Was liegt denn da? Jawohl. Tja, ich... Mist. Ich habe echt nicht drauf geachtet, welchen Wein die dabei hat. Ich weiß ja, mein Lutfinger und so. Normalerweise interessiert das ja auch keine Sau. Hier sind noch 1000 Weine. Shiraz Graf war Ochmann. Gut, wenn ich ja fertig bin, hat der Hexer ein Alkoholproblem. Das war echt ein schlaffer Wein. Der gefiel mir ja gar nicht. Eh verbrauchen. Oh. Beende die Szene und du Wein trinkst. Ist mir verarschen. Unten haben wir, glaube ich, nur Biere, ne? Also das soll jetzt aber echt... Was soll das denn jetzt? Beende die Szene, wenn du Wein trinkst. Pff. Huch, Quest aktualisiert. Willst du mich verarschen? Auf einmal geht's. Okay, kehre ins Amphitheater und vollende die Szene. Okay, mal gucken. Jetzt gehe ich wieder rein, beende das Stück und Wein trinkst. Großartig, Alter. Ich kann mir ja den... Also ganz ehrlich, eine bessere Ausrede zum Saufen hatte ich noch nie. Hier, Sans Retour hatten wir ja schon mal. Est. Ich raff das gerade nicht. Also ganz ehrlich, ich muss leider mir die Folge nochmal angucken und schauen, welchen Wein wir getrunken haben. Ich gehe mal kurz in die Höhle. Flomp. Ich torkle mal kurz in die Höhle. Irgendwo ist hier ein Eingang. Da ist ein Eingang. Okay, wir kommen natürlich... Das Auge von Nehalene. Ich sollte es benutzen. So, das Auge kann gerade ausgucken, du Schluckspecht. Interessant. Ob das hier zum Amphitheater oben gehört? Ich glaube eher nicht. Diese Wandpilze, widerlich. War ja klar, dass da nichts Gutes draus erwächst. Hier kommen wir nicht durch. Vermutlich gehört das hier zum Amphitheater, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Höhle hier alles ist. Ich glaube, da kommen wir später noch von der Anseite rein. Boah, mich ärgert das gerade ehrlich gesagt ein bisschen, muss ich zugeben. Ich will das nicht jetzt auf sich beruhen lassen. Da unten haben wir einen Fischer. Da kann ich mal ganz kurz hingehen. Ich glaube, da werden wir nichts finden. Oh. Na, du altes Wasserweib. Na, großartig. Ach Mist, ich kann nicht mal angreifen mit Matsch im Gesicht. Hässlicher Schädel. Huiuiui, die hat uns aber gut zugesetzt. Das liegt aber nur daran, dass meine Handschuhe gerade auseinandergefallen sind. Was für ein widerwärtiges Wasserweib. Gut, hier drin haben wir nichts. So. Na, ich glaube, ins Haus kommen wir, glaube ich, auch nicht rein. Dafür haben wir ein flottes Boot. Oder? Kommen wir da? Ich glaube, wir kommen nicht rein. Dafür haben wir ein flottes Boot. Wobei. Hat die irgendwas bewacht vielleicht? Ja, die ältesten Häuser kannst du haben, aber die Türen sind immer noch intakt allesamt. Das heißt, das ganze Haus kann verrottet sein und auseinanderfallen, alles fäult und fault, aber das Schloss ist immer noch mega intakt. Großartig. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich da oben mit dem Dingens machen soll. Ich repariere mal kurz die Handschuhe. Ich mag das nicht, wenn irgendwas unheile ist. Also... auch auf Deutsch kaputt genannt. Gesellen. Hier 40%, das reicht doch. So.
können wir nur fast später mit mehreren Kids zusammenklöppeln. Wir haben ja noch ewig viele von den kleineren. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Was hat er denn? Hexer hatte zu den gefürchteten Ruinen des alten Amphitheaters gefunden und war dort, Überraschung, auf die sterblichen Überreste einer jungen Frau gestoßen. Daneben lag ihr wohlduftendes Tagebuch. Die ambitionierte Möchtegern-Schauspielerin hatte hier eine Szene aufgeführt, die einst an diesem Ort von der Königin der Theaterbühne dargeboten worden war. Doch etwas war geschehen, Gerard, dem Schauspieler auch nicht fremd war, beschloss, die Szene ebenfalls aufzuführen. Wenn er wenigstens stehen würde, was für ein Wein! Ich trinke den Wein jetzt hier drin, das wird wahrscheinlich nichts ändern. Ich bin verzweifelt, Freunde. Ich mache gleich vielleicht eine Aufnahmepause und gucke jetzt nochmal eine Aufnahme nach, was für ein Wein es sich handelt, denn ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, später nochmal wieder hierher zu kommen, weil das da doch ein bisschen weiter außerhalb liegt. Wir haben alles schon getrunken. Der seelenvolle Wein. Gerade gespeichert, aber hier passiert einfach nichts. Ich verstehe es nicht. Wir haben alle Weine durch. Ich habe eine Vermutung. Bitte sag mir nicht, dass bei Questgegenständen. Löffelschlüssel, magische Lampe, Protestakquisite, der Wein. Na großartig, und ich sauf mir hier die ganze Zeit, alter Wein, ich sauf mir die ganze Zeit den Kopf zu. So, ich warte nochmal ganz kurz. Ach man, sowas Ärgerliches. Beende die Szene, wenn du Wein trinkst, denke ich natürlich an generischen Wein, dann denke ich natürlich, dass der Wein bei den Weinen ist, aber nein, der Wein ist bei den Questgegenständen. Und jetzt hoch den Humpen. Alter, haben wir gerade die Weine weggesoffen, hätten wir alle verkaufen können. Ach so, ja, entschuldige, Mensch, Alter. Huch, nein, wollte ich gar nicht. Halt, weg, hä? Alter, lass das. Verzierte Halskette mit schlüsselförmigen Anhänger. Der Anhänger ist ein Schlüssel. Vielleicht gibt es hier eine verschlossene Kammer. Na, das war jetzt eine schwere Geburt, muss ich sagen. Okay, muss man... Ah, das mit dem Wein war doof. Das mit dem Wein war doof, aber... Naja, das hilft doch nichts. So, die Höhle ist außerhalb vom Radius. Verschlossene Kammer. Hier sind überall diese komischen Dinger. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Eine verschlossene Kammer. So, aufgeschlossen. Aufnehmen. Staubiges Tagebuch. Und wir sind überladen. Yeah, endlich. Das Tagebuch ist so alt, dass es auseinanderfällt. Es sind nur noch wenige Einträge leserlich. 16. Tag des Monats Lammers im Jahr 1178. Wir haben nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Angeblich werden sogar Herzog Roger und sein Liebling, die Gräfin de Stacher, anwesend sein. Diese Rolle wird mein Meisterstück. Ich habe kein Lampenfieber. Ich sehe meinem Auftritt gelassen entgegen.
Doch sie versetzt mich in Panik. Annika. Sie wird weinrot vor Eifersucht, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Ist es meine Schuld, dass eine Provinzschauspielerin Elfen auch noch weniger talentiert ist als ich? Erwartet sie wirklich unleserlicher Abschnitt? 24. Tag. Ihr Hass ist beinahe mit Händen zu greifen. Ich habe solche Angst. Ich habe mit dem Spielleiter darüber gesprochen, doch ich glaube, er nimmt mich nicht ernst. Er hat zu viel mit der Premiere zu tun. 29. Tag. Annika hatte meine Sachen rumgeschnüffelt. Sie hat dieses Tagebuch gelesen. Ich habe sie auf frischer Tat in meinem Zimmer ertappt. Und wie fürchterlich ich reagiert habe. Zuerst bin ich natürlich explodiert und habe sie angeschrien. Doch ein einziger Blick von ihr ließ mich gefrieren. Ich muss meine wertvollsten und wichtigsten Sachen im Amphitheater verstecken. Ich werde den Schlüssel nun immerzu bei mir tragen. An einer Kette vom Juwelier. Der Rest der Seite ist zerfallen. 33. Tag. Es wird immer schlimmer. Ich fürchte, sie will mich umbringen. Ich fühle ein Jucken im Rücken. Das Omen eines Dolchs. Und dieses Jucken in der Kehle, ist sie das auch? Will sie mich vergiften? Wie theatralisch von ihr. Götter, ich schwöre, wenn diese abscheuliche Person mir etwas zuleide tut, verwandle ich das Amphitheater in die Hölle auf Erden. Gut, hat sie dann ja eigentlich auch geschafft. Laufen können wir leider nicht mehr. Ups. Und auf einmal ist hier wieder schön. Boah, wie cool das hier aussieht. Voll schön eigentlich. So, ich würde gerne rennen. Leider bin ich ein bisschen überladen. Vielleicht mache ich da heute ein bisschen früher Schluss und verkaufe. Gehe erstmal verkaufen irgendwo. Eine Sache, die ich gerne noch machen würde. Ich wollte hier oben noch gucken, aber ich glaube, die Zuschauerränge... Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Guck nur auf der anderen Seite. Gemütliches Rumlatschen. Ich hätte zwischendurch verkaufen sollen. Bei Fallout habe ich es mir angewöhnt. Bei Witcher irgendwie schon wieder nicht. So. Zuschauerränge sind glatt rasiert. Hier ist gar nichts. Nope. Hier ist nichts zu holen, nichts zu finden. Außer einer wirklichen Stadt dort drüben, einer wirklich schönen Stadt dort drüben. Alles zerfallen von den Elfen, nichts mehr übrig, nur noch Menschen überall. Eigentlich ist das ein bisschen ungeil, muss ich zugeben. Eigentlich, naja. So, eigentlich, ich rede immer von eigentlich, wollte ich da oben noch ein Frage, oder war das schon das Fragezeichen? Nö, das war das Fragezeichen. Nein, das war das Fragezeichen. Okay, das heißt, ich kann mit dem Schiff mal eben... Wir schnappen uns das Schiffchen, was da unten ist. Dann brauchen wir Plätze nicht. Dann können wir gemütlich bis zum nächsten Händler schwadronieren. Dort drüben in der Stadt. Und dann können wir da auch wieder ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir Fragezeichen gemacht, so wie ich es versprochen habe. Nebenquest vielleicht nicht unbedingt den Silberschlüssel. Also diesen Löffelschlüssel, den würde ich gerne abgeben. So, ein bisschen runtersurfen. Runtersurfen. Nee. Schnellreise können wir, glaube ich, nicht. Ne? Wenn wir überladen sind, geht das nicht. So. Ach, das ist ja gar nicht das Schiff. So, 404 Schritte. Das klingt verdächtig. Schritt not found Error. Ach, das hat gerade noch so geklappt. Ich dachte, ehrlich gesagt, ist das eigentlich, wenn man überladen ist, müsste man eigentlich, statt zu schwimmen, müsste man eigentlich untergehen, oder? So, normalerweise. Da drüben ist, glaube ich, der Steg, wo wir dieses Dingens gemacht haben, ne? Mit diesem... Wo man den Fisch finden müsste. Zu Hause ist am schönsten. Auf Corvo Bianco sind jetzt Waffenstände verfügbar. Yeah! Das heißt, gleich sind auch noch Rüstungsständer verfügbar. Und dann ist die Frage natürlich, ob wir die Quest abgeschlossen haben mit Zu Hause ist am schönsten. Oder ob da noch was geht. Dürfte jetzt jeden Augenblick soweit sein. Jetzt laufen gerade theoretisch noch die Gespräche. Weil es ja exakt 24 Stunden sind, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. So, wie kommen wir von hier am schnellsten zu einem Händler? Ehrlich gesagt, hier hinten ist ja eher so Hafen. Boah, ich weiß es nicht. Guck mal kurz auf der Map, ob da irgendwo durchkommen. Kneipe müsste gehen. Ansonsten hier... Kamera, der Belohnung für Aufträge aushändigt. Oh, da können wir auch mal gucken. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Und hier ist ansonsten Waffenschmied, Rüstungsschmied. Da können wir vielleicht ein bisschen was verkaufen.
Großmeisterschmied. Da müssen wir eh hin, da haben wir eine Queste, also eher so rechts rum. So. Mal gucken. Ja, da haben wir's. Errungenschaft freigeschaltet, zu Hause ist am schönsten. Ich glaube, das war die Quest. Darf man nicht rein. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Okay, wir müssen hier zum Hafen. Wir können da sonst nirgends rein. Es sei denn natürlich, wir nehmen gewitzterweise genau diese Treppe hier. Gut, gut. So. Hä? Was war da? Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht. Können wir da noch was klauen? Nein. Gut, ich würde sagen... Das Bies ist die Strafe für unsere Verkommenheit. Hast du recht. Naja, da war ich noch nicht so sicher. Das Biest ist eher eine Erpressungsgeschichte. Lass mich am Leben. So, ich würde sagen, weißt du was, den Rest der Folge gehe ich jetzt mal schnell verkaufen. Wenn wir sowieso schon hier sind, dann können wir mal ganz kurz hier Rüstungsschmied, zack. Dann gehen wir mal zu dem hin. Das heißt, den Rest der Folge wird nichts Spannendes passieren. Ihr könnt also ruhig wegschalten. Das Einzige, was noch kommt, ist, dass ich hier spazieren gehe. Nacht, und Liebe und Wein verleiten nicht zu Halbheiten. Aha. Es wird nichts Spannendes mehr passieren. Da ich nicht rennen kann, gehe ich zu Fuß. Und das nächste Mal passe ich ein bisschen auf, dass ich vielleicht früher verkaufe. Aber wir sind ja eh gleich da, das dürfte nicht allzu lange dauern. Wie gesagt, ihr verpasst hier in der Folge nichts mehr. Ich gehe jetzt nur verkaufen, damit wir in der nächsten Folge direkt daran anschließen können. Und vielleicht können wir hier noch ein bisschen was... Der Hexer sieht ja gut aus. Hey. Na, bebe. Oh. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Beauclair. Wir müssen außen rum. Großartig. Ja, so wie dazu. Wieso gibt's denn hier nicht eine Nische, wo man durch kann? Deine Augen, wie die leuchten. Computer sagt nein. Hexer nach dem Biest. Nägel mit Köpfen. So. Entschuldigung. Die nehmen auch viel Platz ein, diese Städter. Die sind überall. Wie Ameisen. Dezimalsystem. So. Ja, müssen wir müssen leider außen rum. Es hilft nichts. Die Wegführung sagt, wir müssen außen rum. Und ehrlich gesagt, ist da auch so aus. Boah, ist das cool aus. Ich würde hier so gerne in First Person durchgehen. Wein reicht für zwei. Ach, diese Blumen überall und alles. Das ist schon echt schön. So, hoi, die fröhliche Musik spielt wieder auf, da sind wir wieder. Finn, wo bin ich? Hey! Everybody on the dance floor. Sag mal, okay, ich muss da hinten durch. Hier, kann ich hier nicht Bilder kaufen eigentlich, sag mal? Hier sind immer diese komischen, ne, und, aber wo kann ich denn hier Bilder kaufen für unser Haus? Ich geh mal ganz kurz gucken, wir hätten hier doch durchgehen können, ne? Wir hätten hier doch durchgehen können. Städter, aber hier ist niemand, der das... Hier ist niemand, der Bilder schöne verkauft. Melodie. Und er sagt immer, schöne Melodie. Das ist so gemein, ich will Bilder kaufen. Die stehen hier alle so schön ausgestellt und ich kann die alle nicht... Vielleicht müssen wir ein Fotoapparat kaufen und selber Bilder machen. Was ist das denn hier? Der Onkel sagt, wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Das ist absolut wahr und der frisst dich. Ich hätte nicht außen rum gehen müssen. Egal. Ach, hier sind wir wieder. Ich erinnere mich, hätten wir mal eine interessante Quest, die hatte mit Hoden zu tun. Wird Prophet Majoran heute noch wandeln? Hier und sonst nirgends würde er handeln. Ich habe die meisten, ihr wisst schon, die größte Auswahl an Waren hier. Willst du mich verarschen? Wie komme ich denn jetzt zum Schmied? Sag mal, ist das da oben irgendwo? Wie komme ich jetzt da hin? Boah, ist das blöd. Ich kaufe, verkaufe, tausche. Potzblitz, nur die Nase kratze ich dir nicht. Hast das Biest du gesehen? Schnell zum Kommandanten gehen. Also ganz ehrlich, weißt du was, das mache ich jetzt... Also nee, das mache ich jetzt... Ich suche den jetzt nicht in der Aufnahme, weil das... Ich weiß nicht genau, wie ich dann nach oben komme. Bin gerade so ein bisschen... Das ist jetzt aber echt verwirrend. Hä?
Und wie komme ich nach oben? Und warum ist mir so warm? Ich glaube, heute wird es draußen sehr, sehr warm. Lang lebe Herzogin Anna Henrietta! Ja, das stimmt. Also, vielleicht mache ich jetzt doch noch eine Aufnahme. Ich gucke zumindest mal, was... Ich frage gar nicht. Jetzt haben wir ihn entdeckt. Ah, das war eine Sie. Ah, das waren zwei Mädchen. Okay, die dürfen das ja. Das sah gerade sehr missverständlich aus. Wie kommen wir denn jetzt da hin, sag mal? Es ist nur recht und billig, Hexer, dass du dem Ruf der Herzogin gefolgt bist. Ah, alles klar. Ich weiß, wie wir da hinkommen. Gut, ich weiß, wie wir da hinkommen. Fürs nächste Mal wissen wir das dann auch. So, gehen wir mal ein bisschen was verkaufen. Ein Ritter ist jemand, der... So, anzünden. Großartig. Finde ich auch ganz gut. Aber wie wär's denn, wenn wir mit dem mal ein bisschen quatschen? Die besten Rüstungen weit und breit. Die gibt es hier. Oh, Entschuldigung. Warum entschuldigt er sich? Was hast du denn da? So, wir verkaufen natürlich erstmal. Der hat 2000, das heißt, wir werden hier nicht alles los. Toussaint Ritterkriegshammer, ganz ehrlich, sowas hier, die gelben Sachen können wir ja alle weghauen. Ne, wie viel? Ach, der 3000, okay, ich hab gerade ganz vorne hingeguckt. So, 10.000 haben wir jetzt auf Tasche. Und vor allen Dingen können wir wieder ein bisschen schneller laufen. Ist ein bisschen hakelig hier gerade. Ding, 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 ding. Erstmal die ganzen Standardwaffen. Jetzt haben wir schon 12.000. Alter. 799. Wir ziehen ihn richtig aus. So. Erstmal den ganzen billigen Klumpatsch weg. Hier, ne? Lalalala. Oh. Nicht genügend Geld. Der Händler hat nicht genug Geld. Okay. Na gut. 67. Wir haben jetzt auch nicht sonderlich mega viel Platz. Wir können mal ganz kurz weitergehen zum Waffenschmied. Ich hätte ihm gleich Rüstung verkaufen sollen eigentlich. Ich glaube, brauchen wir bei ihm nicht wirklich was. Hat der Ruhensteine vielleicht irgendwelche interessanten? Was haben wir denn hier? Die Irdenrune. Ja, aber von denen brauche ich eigentlich relativ wenig. Igniglyphe, Quenglyphe ist eigentlich gut. Große Quenglyphe. War die große die sehr gut? 2500. War die große die sehr gut? Ich glaube, ich kaufe die nicht für 2500. Dann sockle ich mir lieber die guten Waffen. Auch wenn wir die dadurch verlieren und nicht mal ausstellen können. Aber das ist ja Wurst. Gut. Dann haben wir das. Bis dann. So. Ja, hier ist es sehr dunkel. Hat so große Fenster und die bringen einfach gar nichts. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Hoffentlich können wir da nochmal ein bisschen was verkaufen. Warum ist es hier überall so dunkel? Wo ist der? Hä? Komischer Laden, wo man erst nach oben gehen muss. Guten Abend. Ei, der Daus! Ein Hexer in meiner bescheidenen Schmiede. Es geht mir nur um deine monetären Angelegenheiten. Zeig mir, was du hast. So, wie viel hat er? 5.800. Sehr, sehr gut. Da können wir ein bisschen was weglegen. Hier, die blauen können auch weg. Die werde ich auch nie benutzen. Kosten 277, aber erstmal geht es mir darum, ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Also ein bisschen die schweren Sachen loszuwerden. Hier, die bringen nicht viel Kohle, aber es läppert sich ein bisschen. So. Ding, ne? Ehrlich gesagt, die blauen brauchen wir eigentlich auch nicht. Nicht mal zum Ausstellen. 391. So. Und die gelben schon gar nicht. Toussaint Stahlschwert, altes Elfenschwert ist zwar sehr schön. Die haben einen Sockelplatz, die interessieren uns leider nicht. So, 1300, 733, 338. Okay, ich hätte Rüstung verkaufen sollen, ne? Der sind, glaube ich, immer die schwersten. Ich guck mal kurz. Wiegt 7. Ich guck mal kurz, was haben wir hier oben? Wiegt 9,21, kostet 310. Leider hat er jetzt auch kein Geld mehr. Und wir haben 19.000. Piu. Wir können es tun. Wir können es tun. Ich glaube, wir machen es auch nochmal. Das machen wir noch in dieser Folge. Jetzt lass mich aber ganz kurz gucken, bevor ich jetzt hier was austausche.
Leb wohl. Nicht doch. Bis dann. Bis dann. Welches Schwert wollen wir tatsächlich noch behalten? Also, das meisterlich gefertigte Bärenschwert. Plus 20 Adrenalin-Gewinn. Ist ganz gut. 75% kritischer Treffer. Chance auf Verstümmeln. Bonuserfahrung. Also die Frage ist natürlich, wollen wir das neue Schwert behalten? Ich wäre eigentlich dafür, kritischer Trefferbonus ist ein bisschen weg. Rüstungsdurchbohrung haben wir da schon 150 und kriegen noch 90 drauf. Also bei Rüstung lohnt sich das auf jeden Fall. Schaden plus 77 lohnt sich auf jeden Fall dann auch. 20% anderer Hingewinn ist natürlich schade. Und die Bonuserfahrung, naja. Hexerausrüstung 0 von 6. Okay. Ich glaube, das meisterlich gefertigte Bärensilberschwert, darauf werde ich verzichten. Und bei der Rüstung würde ich mir dann, glaube ich, gerne die Tesha Mutna-Rüstung vielleicht aneignen. Obwohl. Vipernrüstung. Wir brauchen 6 Dinge davon. Relikt 0 von 6. 1, 2, 3. 4 plus 11 Handschuhe plus 10 ist die Hose. Resistenz nicht, ne, wir haben bei dem anderen Ding haben wir mehr Angriffskraft. Also im Grunde genommen frage ich mich gerade, wir werden auf jeden Fall mehr Rüstung haben, hier vielleicht weniger. Wir werden alles mögliche an Resistenzen halt haben. Durchbohrungsschadenresistenz, Zerschmetternresistenz, Verbrennenresistenz. Wir werden 100% Verbrennenresistenz haben. Das Töten von Gegnern regeneriert, lalala. Und ein bisschen mehr Rüstung. Ehrlich gesagt, ich mag diese rote. Ich möchte die nicht verkaufen. Das Problem ist, die ist so schön gesockelt und wir werden die zerstören müssen, wenn wir da die Sachen rausholen. Wir werden jeden einzelnen Gegenstand zerstören müssen, wenn wir da die Sachen rausholen. Hier haben wir aber 2 Sockelungen. Bei den Handschuhen haben wir auch 2 Sockelungen und bei den Stiefeln haben wir 2 Sockelungen. Sind insgesamt 2 Sockelungen mehr. Und es sieht echt cool aus. Es sieht schon echt cool aus. Questgegenstand, kann ich die Maske anziehen? Nee, ne? Okay. Das ist schon irgendwie cool. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich bin ganz ehrlich, es sieht ein bisschen komisch aus, aber nun ja. Ich werde aber unsere rote Rüstung, ganz ehrlich, ich will die nicht auseinandernehmen. Ich weiß, wir haben da ganz viele Runensteine drin. Hallo? Handwerk, ich wollte hier rein. Wie ich weiß, wir haben da ganz, ganz viele Runensteine drin. Ding, ding, ding. Was haben wir denn hier zum Beispiel drin? Wo ist denn hier der große hier? Vipernhandschuhe. Mittlere Rüstung. Quen-Zeichenintensität. Ich würde gerne unsere rote Rüstung, würde ich echt gerne ausstellen, tatsächlich. Quen. Da haben wir überall Quen. Ja, wir haben alles auf Quen und wir bräuchten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Quen-Runen. Ich wüsste nicht, wo ich die sonst herkriege. Igni, Art, Axi, Iden. Ich merke mir die Zeichen irgendwie nie. Igni. Habe ich auch eine Quen-Rune? Kleine Quen. Ah, da. Ja. Kleine Quen, Quen-Glyphe. Wir haben keine große Quen-Glyphen. Vielleicht können wir die bei ihm hier kaufen. Ich guck mal ganz kurz. Sehen wir jetzt nicht ein bisschen lächerlich aus? Ich gehe mal kurz raus und guck mir das mal an. Das dauert natürlich ein bisschen. Huch, hallo? Ach, da, neben seinem... Das ist so komisch hier. So, los, raus. Ganz komische Architektur hier. So, im Hellen sehen wir dann so aus. Könnt ihr mir nicht was geben? Armer Städter? Hey. Oh, ich möchte schlafen. Wir können ihm offenbar nichts geben. Scheiß doch auf alles. So, sieht schon ganz cool aus, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, ob wir das so lassen werden. Die schwarze Rüstung können wir ruhig mal behalten, aber die Maske... Ich schau mal ganz kurz, wenn wir jetzt die Rüstung so haben, gehört die Maske vielleicht zu dem Set? 5 von 6. Jetzt bräuchte man theoretisch nur noch... Ich glaube, das brauchen wir noch ein Schwert? So, Tesha Mutna Stahlschwert. 6 von 6 Relikten. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Na gut, derzeitiger Wert 6%. Das ist jetzt aber nicht so, oder?
Obwohl doch jeder 6% Vitalität wird wieder hergestellt. Ist aber jetzt nicht so mega, finde ich. Okay, das Schwert ist tatsächlich, und die Rüstungsdurchbohrung ist natürlich sehr, sehr krass. Also Gegner werden bei uns keine Chance mehr haben, was das angeht. Und ich möchte auch unsere, oh Mann, ich will die Sachen nicht entsockeln, weil wir die dadurch verlieren. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, und ich muss offenbar die Maske tragen. Und in keinem davon kann ich mich zeigen. Das war der Beat gerade. Das war doch der Beat. 3 Wämser habe ich, in keinem davon kann ich mich zeigen. Der Beat. Warte, welcher war das? Warte. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Wie bitte? Ja, das ist der Piet. Ich gehe. Oder doch nicht? Nein. Wie bitte? Ich gehe. Oder doch nicht? Wie bitte? Ich gehe. Oder doch nicht? Ja, kann er jetzt bitte mal das andere nochmal sagen mit den Wämsen? Das hat sich so schön angehört. Wir sind ja eh schon längst am Ende der Folge. Wie bitte? Ja, wir sind am Ende der Folge. Ich gehe. Oder doch nicht? Nein, Freundchen, du bleibst hier. Na gut. Ich gehe nicht. Ich mache es einfach nicht. Gut, dann gehst du eben nicht. So, wir werden jetzt erstmal das Phantom der Oper ein bisschen spielen. Ich finde die schwarze Maske furchtbar, ehrlich gesagt. Ich hätte mir vielleicht einen ganzen Helm gewünscht. Ein ganzer Helm wäre doch schon wieder cooler gewesen. Aber diese Maske mit den weißen Haaren dahinter sieht gewöhnungsbedürftig aus. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Entschuldigung für die Überlänge, aber wir mussten ein paar Sachen verkaufen. Wir haben nicht alles verkauft bekommen, aber das schauen wir mal die nächsten Tage, dass wir da vielleicht den Rest noch irgendwie loswerden. Angestellter. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. That's all asleep.